Hallo liebe Freunde, ich hoffe es geht euch allen sehr, sehr, sehr gut. Heute will ich mit euch reden über die Sendung von Zirkus Halligalli von Joko und Klaas. Das ist nicht meine Sendung, ich gucke die Sendung nie und ich habe sie bis jetzt noch nie gesehen. Aber nur als ich gehört habe, dass der Kanzlerkandidat von der SPD, Peer Steinbrück, hingeht, ich habe gesagt, okay, das ist für mich auch eine Möglichkeit und ein Grund, die beiden, Joko und Klaas, kennenzulernen auf eine andere, auf eine Art und Weise halt. Ihren Comedy ist nicht mein Ding. Also, ich schaue mir was anderes. Ich stehe eher gerne, zum Beispiel auf TV Total schaue ich zum Beispiel, finde ich eher witziger als Zirkus Halligalli. Aber es ist egal. Wir haben unterschiedliche Geschmäcker. Ich fand auf jeden Fall sehr mutig, dass Peer Steinbrück zu der Sendung gegangen ist. Das war wirklich sehr gut. Daumen hoch, Peer Steinbrück auf jeden Fall. Ich fand sehr schade, dass Frau Merkel das Angebot von der beiden nicht ernst genommen hat. Das ist wirklich total schade. Ich hätte mich sehr gefreut, wenn Frau Merkel auch dabei wäre. Das wäre wirklich wieder was Schönes, was Neues. Das zeigt, dass man auch ein bisschen volksnah ist. Aber naja, vielleicht ihre Kalender ist voll oder man weiß es ja auch nicht. Vielleicht wenn Steinbrück auch Bundeskanzler wäre, er hätte vielleicht auch anders reagiert und er wäre auch nicht hingegangen. Aber das ist was anderes. Also, ich bin positiv überrascht. Ich fand das sehr gut, dass man endlich einen Politiker zeigt, dass er auch an Jugendlichen denkt, dass er auch an die Sorgen von Jugendlichen denkt. Und man merkt auch, dass wegen Überheblichkeit von vielen Politikern viele Jugendliche haben gar kein Interesse an Politik. Viele Jugendliche wissen gar nicht, was ist Bundestagswahlen, was ist Landestagswahlen, was sind Kommunalwahlen, welche Parteien überhaupt gibt. Manche Jugendliche wählen Parteien nur, weil ihren Eltern diese Parteien wählen. Aber wenn man sie fragt, warum wählst du die CDU? Ja, weil meine Mutter oder mein Vater die CDU wählt. Warum wählst du die SPD? Ja, weil mein Bruder oder mein Onkel immer die SPD wählt. Warum wählst du die Piraten? Weil mein Freund die Piraten oder meine Freundin die Piraten wählt. Warum wählst du die FDP, die Grünen? Und so weiter und so fort. Jeder und die meisten, leider viele Jugendliche, gehen auch nicht zur Wahl. Oder die wählen die Parteien, nur weil sie von jemandem, jemand hat ihnen gesagt, ja, wählt, das ist eine gute Partei. Nein, das ist falsch. Du musst selber überzeugt sein. Deswegen, ich fand sehr gut, dass Peer Steinbrück als Kanzlerkandidat, wisst ihr, wer Peer Steinbrück ist? Peer Steinbrück kann sein, dass er ab Sonntag der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland wird. Und deswegen so ein Mann mit so einem politischen Gewicht, es ist sehr wichtig, wenn er auch so zeigt, dass er an Jugendlichen interessiert und dass man solche Politiker nicht nur in die Sendungen von ARD und ZDF sieht, sondern auch bei Sat.1 oder bei ProSieben oder bei RTL und so weiter und so fort, weil viele, und meinetwegen auch bei Viva, weil viele Jugendlichen schauen nicht ARD und ZDF, weil sie finden die halt langweilig, langweilig. Und ich wünsche mir auch, dass die Politiker ein bisschen bodenständig werden. Ich rede nicht über alle Politiker, aber bestimmte Politiker sind leider überheblich. Sie versprechen was sie auch nicht später nicht tun und so weiter und so fort. Und das ist gefährlich und das ist nicht gut für die Demokratie, weil man will, dass die Jugendlichen genauso zu Wahlen gehen, genauso aktiv bleiben, genauso wie ihren Eltern oder wie ihren Großeltern, weil nur so kann man die Demokratie in Deutschland schützen und nur so kann man verhindern, dass es zu einer Diktatur wird, genauso wie es passiert in Weimarer Republik. Ich kann gerne ein neues Video über Weimarer Republik machen, weil Weimarer Republik war auch eine Chaos-Demokratie, was dazu gebracht hat, dass die Nazis mit Hitler in der Macht kamen und dann haben die Demokratie abgeschafft
Und dann ist Deutschland leider zu einer Diktatur geworden ist. Und deswegen, die Politiker müssen viel an die Jugendlichen denken. Sie müssen auch ein bisschen bodenständig werden. Sie müssen auch Witz und Humor haben, weil das Leben ist nicht nur ernst und ernst und der macht das und Kriege und so. Wir sind alle Menschen und es ist schön, wenn Politiker, genauso wie jetzt Peer Steinbrück gemacht hat, zum Beispiel auch zu solchen jugendlichen Sendungen gehen und dass sie auch ein bisschen zeigen, dass sie auch Humor haben und dass sie auch Witze erzählen. Und daher, ich fand sehr schade, dass Frau Merkel sich nicht zeigt bei solchen jugendlichen Sendungen. Das ist meine Idee und meine Meinung nach über das Thema. Bitte. Sagt mir eure Meinung ganz ehrlich, hier im Kommentar, schreibt mir, wie habt ihr das gefunden. Mir ist egal, ob ihr jetzt Peer Steinbrück wählt oder nicht wählt, oder ihr Frau Merkel oder jemand anderer. Das ist eure Entscheidung, aber bitte entscheidet nach genauer Nachdenken, welche Partei ihr wählt. Ihr könnt zum Beispiel auch die Möglichkeit bei Wahl-O-Mat nutzen. Dort könnt ihr auch sehen, welche Partei nah ist an eure Ideologie, Weltanschauung und so weiter und so fort. Aber ich wünsche mir, dass viele Politiker bodenständiger werden, dass viele Politiker auch volksnah sind, dass viele Politiker an Jugendlichen denken, dass viele Politiker viel Zeit für die Jugendlichen investieren. Und dass man sie nicht nur volksnah sieht, einmal in 4 Jahren, sondern dass man sie sieht mehrmals im Monat, mehrmals pro Woche und so kommt wieder die Glaubwürdigkeit an Politik. Aber trotzdem, ich bin jemand, der glaubt an Demokratie und der glaubt am Zusammenleben und der glaubt an Frieden und der glaubt an Gerechtigkeit und Gleichheit und Chancen von allen Menschen. Und deswegen, ich würde mich freuen, wenn viele Menschen von euch wählen gehen am Sonntag und wählt, wie gesagt, egal welche Partei, worauf ihr Lust habt, ob das eine kleine Partei oder Volkspartei, das ist eure Entscheidung, aber macht mit. Liebe Freunde, ich sage euch vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Tschüss und bis zum nächsten Mal.